Moin ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Luis Brandt. Endlich mal wieder ein Vlog, diesmal aus der Küche von meiner Oma. Ich bin gerade zu Besuch bei ihr und wollte mal ein bisschen berichten, wie das bei mir in nächster Zeit so aussieht und wie es bei mir vor allem ja, sonst so weitergeht, weil momentan mache ich nichts. Ich bin wirklich nur zu Hause und zu Besuch bei anderen Menschen. Wie gesagt, heute bei meiner Oma. Und mache nicht viel. Also ich habe keinen wirklichen Tagesablauf, der irgendwie geplant und strukturiert ist und so. Das kommt ja dadurch, weil ich jetzt aus Husum auch raus bin, weil ich operiert worden bin im Februar schon. Eine Zeit her, sind 4 Monate vergangen. Und ja, genau, was passiert bei mir in den nächsten Wochen, Monaten und Tagen? Also morgen, beziehungsweise an dem Tag, wo ihr das seht, ist es wahrscheinlich morgen, also heute dann in dem Sinne, also Dienstag, kommt ein Rollstuhltechniker und bespricht mit mir einen neuen Rollstuhl. Ich bekomme also einen neuen Rollstuhl, den ich mir selber ausgesucht habe und den ich aber auch, wo ich was zuzahlen muss. Ist mir aber in dem Sinne dann auch egal, weil ich möchte mal wieder einen neuen haben und den neuen werde ich den noch eine Zeit lang behalten. Und das ist dann auch mal ganz gut, wenn das mal ein ordentlicher ist und nicht, dass der nicht so schwer ist und dass der auch leicht zu bedienen ist und dass man da gut mitfahren kann. Ihr wisst schon, wovon ich rede. Also am Dienstag kommt ein Rollstuhltechniker und bespricht mit mir einen neuen Rollstuhl und ich bekomme dann demnächst einen neuen Rollstuhl. Dann habe ich vor ein paar Wochen Bescheid bekommen, dass meine Reha bewilligt worden ist und ich in die Reha kommen soll. Es ist in Betracht die Waldklinik in Jesteburg. Das ist Niedersachsen. Denen, der das was sagt, würde ich gerne um eine Meinung beten, weil ich sehr gespannt bin, wie da die Erfahrungsberichte sind in dieser Klinik. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich da dann tatsächlich hinkomme. Aber mich würde es interessieren. Ja, genau. Also ich komme demnächst wahrscheinlich in die Reha. Diese Kamera hier werde ich definitiv mitnehmen und mich bemühen, dass ich dort auch filme und so ein bisschen berichte, wie es da ist. Und wie ich dann auch vorankomme. Und wie es da dann in der Reha abläuft. Dann ab August, beziehungsweise ab dem, ja, kann man schon fast sagen, September. 31. August ist mein erster Tag dort in der Schule in Hamburg, Winterhude, BZBS in Hamburg. Ich freue mich sehr. Ich fange endlich wieder an zu arbeiten, also zu die Schulbank zu drücken, sozusagen. Und werde dort mein Fachabitur nachholen. Also es bezeichnet sich als höhere Handelsschule, womit man dann Wirtschaft und verwaltungsspezifische, schweres Wort, Berufe ausüben kann. Und genau, das werde ich dann für 3 Jahre machen. Und danach werde ich dann hoffentlich eine Ausbildung anfangen. Ich mache dort eine 3-jährige Schule, einen 3-jährigen Schulgang, sage ich mal, wie man das ausdrückt, und dann eine Ausbildung in Hamburg hoffentlich. Ja, was danach kommt, weiß ich noch nicht, aber das sind ja noch 3 Jahre und dann nochmal 3 Jahre, was dann ist, weiß ich nicht. Wie wird es dann in Hamburg sein, wie wird es vor allem mit den Videos sein? Das ist ein ganz großer Punkt, den ich ansprechen muss, denn wenn ich wieder zur Schule gehe und wenn ich wieder lernen muss und wenn ich wieder was zu tun habe, dann wird es nicht immer Videos geben, beziehungsweise sogar sehr selten, glaube ich, weil es sehr anstrengend für mich sein wird oder sehr, sehr schwer für mich sein wird, auf Luis Esper Videos aufzunehmen, Videos zu schneiden, bearbeiten und dann auch noch hochzuladen. Zudem ich gar nicht mal weiß, wie da das Internet in Hamburg ist und wie da die Möglichkeit überhaupt besteht, von allem aus gesehen, sprich
Schule, Lernen, Therapie, allem, das alles, ob es da überhaupt die Möglichkeit gibt, dann noch Videos zu machen. Ich höre nicht auf mit YouTube, aber ich weiß nicht, wie es dann ist. Also ich werde mich natürlich ab und zu mal melden aus Hamburg, oder so nicht. Ihr werdet immer noch mal wieder das hören. Und ich hoffe auch, dass ihr mir dann erhalten bleibt, auch die Abonnenten auf Luis Espa. Es wird weitergehen mit dem Kanal Luis Espa und es wird auch weitergehen mit dem Kanal Luis Brand. Ich weiß noch nicht, in welcher Weise. Ja, also das ist, steht noch in den Sternen und das werdet ihr aber auch dann erfahren, wenn ich in Hamburg bin und wenn ich dann selber sehe, wie das läuft und wie es alles abgeht. Ja, das war so das, was mir in der nächsten Zeit passiert. Und dann wollte ich noch so eine Sache ansprechen, oder ja, ein Thema ansprechen, und zwar, was passiert auf Luis Brand demnächst. Ich habe mir auch da sehr viele Gedanken gemacht. Ich werde sehr viel vloggen wollen und sehr viele Sachen filmen und aufnehmen und sehr viel aus meinem Alltag berichten. Und auch das, was ich so mache und was ich so sehe, und ihr wisst schon. Und dann werde ich, das werdet ihr dann wahrscheinlich entweder morgen, also wenn ihr das seht, morgen, oder beziehungsweise an dem gleichen Tag, wo ihr dieses Video seht, noch sehen. Ich werde einen Beitrag zur ARD-Themenwoche leisten. Und zwar, ich werde jetzt nicht beim ARD arbeiten oder so, aber ich werde einen kleinen Text vortragen zum Thema Woran glaubst du? Das ist ja diese aktuelle Themenwoche im ARD und im Radio oder NDR. NDR-Themenwoche, Entschuldigung, nicht ARD. Genau, das werde ich machen. Und im Zuge dessen, ich habe ja schon mal ein Video hochgeladen, Poetry Slam, wo ich Poetry Slam Text vorgetragen habe, beziehungsweise zwei. Es wird mehr Videos geben, wo ich solche Texte vorlese, auch einspreche, also wo ihr das dann nicht, wo ihr nicht unbedingt mich seht, aber meine Stimme hört und dann halt den Text. Und ich werde auf dem Kanal dieses Format, was ich einmal gemacht habe, Lass mal reden, machen. Allerdings dann mit Bild und mit einem jeweiligen Gast dann immer, der dann eben auch dabei ist und mit mir über ein bestimmtes Thema redet. Und das ist ein ganz großes Ziel von mir, auch wenn ich nicht weiß, ob ich da Zeit für habe, eben schon angesprochen, aber ich habe mir dieses Gerät gewünscht und ich habe es bekommen und ich werde da in Zukunft hundertprozentig was mitmachen, mit der Loop Stage von Boss RC505. Also ich werde loopen. Ihr werdet Loops von mir sehen und das werde ich so machen. Also ich habe jetzt viel angesprochen. Hashtag meine Meinung wird auch wieder kommen, also es ist ja so eine Art. Dann Hashtag meine Meinung, ich sage meine Meinung zu Themen, die nicht mit Behinderung zu tun haben. Und Who Cares wollte ich eigentlich auch hier auf dem Kanal machen, aber das sind also Sachen, die ich hätte ansprechen und die wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal überhaupt gar nicht kommen werden. Aber ich habe viel vor. Wenn ihr das ganze Video gesehen habt, danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis morgen oder übermorgen. Ja, mit dem Text, meine Stimme, Text der NDR-Themenwoche. Woran glaubst du? Ciao.